Sie sind auf dem Heimweg noch in diesem Industriegebiet niedergeschlagen worden. Haben Sie davor, Amelie, noch irgendwas mitbekommen, gesehen, gehört? Nee, ich habe leider gar keine Erinnerungen. Nach dem Schlag auf den Kopf bin ich auch sofort ohnmächtig geworden. Ja, außerdem war ich auch ziemlich betrunken an dem Abend. Ja, und jetzt schießen sich noch dauernd wegen diesen Typen die Lampen aus. Also, Mama, in meinem Alter trinken alle hier und da mal was. Du machst immer gleich ein Drama draus. Entschuldigung. Jetzt aber bitte, Frau Borgmann, so langsam. Es tut mir leid. Ja, hoffentlich tut es Ihnen leid. Das heißt, mir wäre es lieber, Sie würden mal etwas ruhiger sein. Amelie, wenn man so viel trinkt, dass einem die Erinnerung an so quasi die letzten Stunden fehlt, dann ist das schlicht und einfach zu viel. Dass Ihre Mutter sich darüber Sorgen macht. Sie entschuldigen sich. Ja? Dafür? Dafür! Amelie. Ja, Entschuldigung. In der nächsten Sekunde. Ja, Entschuldigung. Wann setzt Ihre Erinnerung an diesen Abend wieder ein? Erst im Krankenhaus, als die Ärzte mir erzählt haben, was passiert ist. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und gesehen, wie ich aussehe und erstmal total geheult. Ich meine, das geht nie wieder weg. Ich werde immer mit dieser hässlichen Narbe rumlaufen. Das ja, und vor allen Dingen kannst du von Glück sagen, dass sich Tobi so schnell gefunden hat. Wer weiß, was sonst noch alles passiert wäre, Amelie. Kannst du das nicht mal merken, dass der Typ das selber war? Das war für dir noch das perfekte Motiv. Tobi war das nicht. Genauso wenig wie du. Lydia, deine dumme Ex-Freundin war das. Deswegen hat sie mir auch dieses dämliche Tattoo gestochen. Die will doch schon die ganze Zeit, dass ich aus eurem Vampirzirkel verschwinde. Was für ein Tattoo? Davon weiß ich derzeit noch nichts. Ja, ich hab hier... Das hat Lydia mir im April gestochen. Sie ist halt Tätowiererin und hat mich halt die ganze Zeit dazu überredet, ich soll das doch machen. Basti wird da total drauf stehen. Und ich möchte ihm ja auch irgendwie gefallen. Und deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, dass sie das machen kann. Aber mittlerweile weiß ich ganz genau, mit welchem Hintergrund sie mir das gestochen hat. Welchen Vermuten sind da? Ja, sie wollte doch einfach nur, dass ich mich mit meiner Mutter anlege und ich Basti nicht mehr sehen darf. Naja, also Amelie, auch wenn man das immer nicht so richtig versteht, aber ihre Mutter hat die Personensorge für sie. Das heißt, bestimmt die Dinge, auch ihren Aufenthalt bestimmt ihre Mutter, nicht? So lange, bis sie volljährig sind. Ja, da haben Sie völlig recht. Ich habe immer so ein wunderbares Verhältnis zu meiner Tochter gehabt. Ja, klar. Selbstverständlich. Ja, nie ein gutes Verhältnis. Erst seitdem sie mit diesem Menschen da zusammen ist, ich erkenne sie wirklich kaum wieder. Sag mal, Amelie, was passiert denn bitte schön als nächstes? Stehst du auch bald mit solchen Eckzähnen da vor mir, Amelie? Wach bitte auf. Frau Borgmann, diese Frage weise ich zurück. Amelie, wie haben Sie und der Angeklagte sich eigentlich kennengelernt? Oder war das jetzt Liebe auf den ersten Blick? Oder was habe ich dazu zu vermuten? Ja, also wir beide gehen halt auf die gleiche Schule. Ich habe Anfang des Jahres die Schule gewechselt, weil ich gerne Kunst-LK machen wollte. Und das gab es halt an meiner Schule nicht. Und ja, Basti ist mir am ersten Tag gleich aufgefallen. Ich war sofort hin und weg von ihm. Und ich verstehe nicht, warum meine Mutter das nicht einfach akzeptiert. Ich kann es nicht verstehen. Nur weil er nicht so spießig rumläuft wie Sie? Amelie, es geht hier nicht nur um sein Äußeres. Amelie, benimm dich. Ja. Es reicht mir jetzt gleich. Ja, es reicht mir auch. Es geht nicht nur um sein äußeres Erscheinungsbild. Du bist diejenige, die plötzlich von jetzt auf gleich mit einem Tattoo nach Hause kommt. Du bist diejenige, die kurze Zeit später in den Hals gebissen wurde und damit nach Hause kommst und ein paar Tage später liegst du völlig besoffen und halbtot im Industriegebiet. Darum geht's mir, Amelie. Ja. Wofür mein Mandant aber nicht verantwortlich ist. Frau Borgmann, Sie belasten ihn doch nur aus dem einzigen Grund, weil Sie es einfach nicht ertragen können, dass der an der Seite Ihrer Tochter ist. Aber Sie merken dabei nicht, dass Sie durch Ihr Verhalten diese Aversion die Tochter immer weiter zu ihm hin und von ihnen wegtreibt. Was soll sie denn machen? Entschuldigung, Frau Tasic, die Tochter rebelliert halt gegen die Mutter und hat sich in den verliebt und meint jetzt, versucht ihn zu entlasten. Wissen Sie, es gibt eine Person, die kennt den Angeklagten wesentlich besser als Sie. Und das ist seine Mutter. Und seine Mutter hält ihn für schuldig. Ja. Denken Sie mal eine Sekunde drüber nach. Ja, seine Mutter. Ich habe den Brief, Frau Vorsitzende, aus dem würde ich gerne zitieren. Bitte. Das ist ein Brief seiner Mutter, gerichtet an die Nebenklägerin. Sehr geehrte Frau Borgmann, wir kennen uns nicht persönlich. Ich bin Bastians Mutter, möchte mich auf diesem Weg sehr für das Verhalten meines Sohnes Bastian bei Ihnen und Ihrer Tochter Amelie entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was mein Junge Ihrer Tochter angetan hat. Ich wünschte, ich könnte sein Verhalten irgendwie erklären oder wieder gut machen. Wonach sieht das Ihrer Meinung nach aus? Nach einer Mutter, die leider nicht hinter ihrem Sohn steht, ganz einfach.
Cut, was ganz anderes. Lydia Eggers, die Ex-Freundin des Mandanten, die hat als einzige ein nachvollziehbares Tatmotiv. Ja? Sie will meinen Mandanten zurück und will Amelie loswerden. Natürlich. Und deswegen, das kann sie nur erreichen, wenn sie den Tatverdacht auf ihn lenkt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich habe doch jetzt schon 1000 Mal gesagt. Ja, und deshalb brauchen wir es auch nicht zum 1001. Mal. Das können wir nämlich die Lydia alles selber fragen. Und wie es bei Ihnen zu Hause zugeht, kann ich mir gerade lebhaft vorstellen. Noch Fragen an Amelie Borgmann? Nein. Lydia Eggers, bitte. Amelie, bitte nehmen Sie hinten Platz, bleibt unbeeinigt. Aber dieser Röschen. Frau Eggers, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Eggers, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Eggers, Ihr Vorname ist Lydia. Sie sind 23 Jahre alt und wohnen in Essen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Tätowiererin. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Eggers, Sie waren ja in der Nacht 7. auf den 8. Mai mit dem Angeklagten und dessen Freundin zusammen auf dieser Vampirparty. Und Sie haben Fotos gemacht von der Freundin des Angeklagten und einem früheren Freund von ihr. 3.15 Uhr mit ihrem Handy. Ja. Warum? Ja, ich habe die Puppe da hinten mit ihrem Ex-Freund auf der Tanzfläche rumfummeln sehen und ich wollte Basti einfach mal zeigen, mit was für einer Schlampe er zusammen ist. Aber ich meine, das brauchte ich ja nicht mehr machen. Er hat es ja selbst gesehen und ja, hat es dann auf seine Art und Weise geklärt. Ich mag das Wort Schlampe absolut nicht. Von keinem hier hören. Haben Sie gesehen oder gehört, wie er darauf reagiert hat? Ja, natürlich. Er ist sofort auf die Tanzfläche gestürmt, hat Amelie von ihm weggerissen und hat sie dann total angebrüllt. Und danach ist er weg? Ja. Wann in etwa ist das gewesen? Das war so gegen 3.30 Uhr. Ich bin ihm dann auch sofort hinterhergerannt. Das gibt's auch. Aber der war so in Rage. Der konnte gar nichts mehr. Der hat ja sogar seine Jacke vergessen. Haben Sie gesehen, wohin mein Mandant dann gegangen ist? Also ich bin ihm ein Stück hinterhergelaufen. Aber der war so wütend, da bin ich wieder zurückgegangen. Wohin sind Sie denn nach dem Vorfall gegangen? Nach Hause. Ich war so im Arsch. Nicht vielleicht in das Industriegebiet, um sich da auf die Lauer zu legen, ne? Was wollen Sie mir denn jetzt damit sagen? Ja. Der Ring, der am Tatort gefunden wurde, war ein Geschenk von Ihnen und hing an dem Schlüsselbund meines Mandanten. Und Sie haben gesehen, dass mein Mandant, das haben Sie gerade selber gesagt, seine Jacke mitsamt des Schlüsselbunds auf der Party vergessen hat. Und vielleicht wollten Sie einfach die Jacke nehmen und ihm hinterherlaufen, aber dann haben Sie diesen Fotoanhänger gesehen. Ja, der fand sich nämlich auch an dem Schlüsselbund und das war Grund genug für Sie. Wollen Sie mir jetzt sagen, dass ich Amelie zusammengeschlagen habe? Genau das, Frau Eggers. Ja, stimmt. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Lydia war das nicht. Das ist ja mal wieder typisch, dass du sie jetzt auch noch in Schutz nimmst, oder was? Ey. Amelie, bitte. Ja, bitte. Denk doch mal drüber nach. Denn Tobias ist der Einzige, der das richtige Motiv dafür hat, der sich noch ein paar Sekunden vorher an dich ranschmeißt und dann von mir davon gehindert wird. Ah, da kommt doch wieder die Eifersucht durch. Jetzt heute noch. Ja. Heute noch. Wie lange sind eigentlich Sie und der Angeklagte zusammen gewesen, Frau Eggers? 3 Monate. Aber das war auch nichts Festes. Ich meine, für mich nicht. Ich bin ein bisschen freie Liebe und naja. Ich bin halt nicht der Typ für eine feste Beziehung. Was soll ich da großartig sagen? Deswegen, prinzipiell stört mich das ja auch nicht, dass er und Typi da hinten einen auf Liebespärchen machen. Aber ich sag dir nur noch einmal, die ist nichts für dich. Die passt nicht zu dir. Hey, du willst uns doch schon die ganze Zeit auseinanderbringen. Das habe ich nur erst jetzt gecheckt. Von wegen, ich würde darauf stehen, wenn er mich beißt oder so. Das ist doch alles nur auf dein Mist gewachsen, als würde ich das toll finden. Ich glaube, du warst ein bisschen voll, oder? Dass du gar nicht mehr weißt, was du gesagt hast. Ich meine, vielleicht findest du das ja vor deinen Schulkameraden cool, einen Vampirfreund zu haben. Oder vielleicht denkst du auch, weil du dir deine Äuglein schwarz anmalst, bist du eine von uns. Aber das bist du nicht, okay? Und du solltest das langsam checken, dass die viel zu unreif für dich ist. Aber so ein bisschen als Dracula für Arme herumzulaufen und sich zurechtzumachen, das zeugt von besonderer Reife. Sie haben doch nur Angst. Und soll ich Ihnen mal was sagen? Darüber hinaus stehe ich auf Särge. Und wissen Sie, was ich ganz besonders mag? Blut zu trinken. Oder was glauben Sie, was wir auf den Vampirpartys so treiben? Das ist ja ach, ganz toll. Wie bitte? Sag mal, Amelie, und du willst allen Ernstes noch wissen, was ich gegen deinen Freund einzuwenden habe? Lydia, erzählt Scheiße! Fräulein, ich sage dir jetzt eins.
Du wirst Mama, diesen als ob ich Kerl, Blut trinke. Du wirst diesen Kerl nicht mehr wiedersehen. Ich habe kein Blut getrunken und er hat auch kein Blut getrunken. Hör auf mich anzuschreien, ja, Fräulein. Entschuldigung, vielleicht kommt es doch bald dazu. Sie also sollten wirklich mal der Realität ins Auge sehen. Ich habe neulich einen Fall gehabt, da ist genau das passiert. Da wurde einem Menschen Blut abgezapft, um das hinterher in so einer Art Ritual zu trinken. Darum geht das. Das ist gefährliche Körperverletzung. Halten Sie das für normales Verhalten? Natürlich. Sehen Sie nicht, wohin das abdriftet? Das driftet ab. Es kann abdriften. Herr Trauber, wurde auf dieser Vampirparty da irgendwas Blut getrunken oder so? Nein, was Ähnliches? Wie schon gesagt, es sind normale Partys. Lydia übertreibt jetzt. Es sind vielleicht ein paar, wirklich, ich sag jetzt mal, klingt doof, wenn ich das sage, aber ein paar Freaks dabei, die sich gegenseitig mal in den Arm ritzen oder so. Aber da wird jetzt was, weiß ich nicht, irgendwas geschlachtet oder man trinkt da kein Blut von irgendwem anderen. Also es ist halt jetzt ein bisschen Spanko. Also ich meine, sich in die Haut zu ritzen, ist doch nun absolut idiotisch. Und dann hinterher das Blut zu trinken, widerlich. Und übrigens gefährlich. Oder kommt man nicht auf die Idee, dass mal ein HIV-Infizierter dazwischen sein könnte? Ich trinke nur das Blut von den Leuten, die ich kenne. Ach ja. Und den sehen Sie auch genau an, ob Sie irgendwie HIV haben oder sonst was. Bisschen unreif, das Ganze. Ich bezweifle überhaupt, ob Sie bei der Art, wie Sie dieses Vampirsein leben, überhaupt noch zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Nur weil ich mich nicht der Gesellschaft anpasse oder was? Wissen Sie, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, immer die Böse zu sein, nur weil ich ein bisschen anders aussehe als andere. Gucken Sie sich doch lieber mal die kleine Schwuchtel Tobias an, der Ex-Freund von Amelie. Ob der nicht eventuell in Frage kommen könnte. Ich meine, nach der Abfuhr, die er da bekommen hat auf der Party, würde ich mir mal genauer angucken. Das wird mir mit Sicherheit, denn ich habe ihn auch als Zeugen geladen. Es sei denn, es gibt noch vorher Fragen. Nein, aber, Frau Eckers, Tobias Schäfer, bitte. Frau Eckers, nehmen Sie bitte an der Seite Platz, und dass mir da keine Übergriffe passieren da hinten. Herr Schäfer, nehmen Sie bitte Platz. Tobias, was man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage eine Straftat bezichtigen müsste. Tobias, Ihr Nachname ist Schäfer, Sie sind 17 Jahre alt und wohnen in Essen. Sie gehen auch noch zur Schule, soweit ich weiß. Welche Klasse? In die 11. Klasse. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Tobias, Sie haben Ihre ehemalige Freundin ja an diesem 8. Mai 2011 morgens gegen 4.45 Uhr bewusstlos in diesem Industriegebiet gefunden, niedergeschlagen und ziemlich verletzt, haben sofort den Notarzt gerufen. War das Finden zufällig?